So, guten Morgen und willkommen zurück bei Lightwave Guru, dem deutschsprachigen Videoblog hier bei YouTube. Und ich hatte ja gestern Abend noch kurz angekündigt, da wir uns ja gerade mit dem Instance-Generator beschäftigen, dass ich mal die Option durchprobieren werde für die Motion Graphics Fraktion. Und was ihr da seht, ist tatsächlich ein Objekt, was generiert wurde mit dem Instance-Generator, und zwar habe ich gewählt die Option Motion Pad, weil ich will ja, dass sozusagen da eine Animation stattfindet. Und bevor wir jetzt im Detail darauf eingehen, wie es gemacht ist, spiele ich kurz mal ein Preview ab. Play Preview, los geht's. Und dann kann man mal sehen, was man mit diesem Instance-Generator im Motion Pass Mode veranstalten kann, nämlich allerlei leckere Malen nach Zahlen, in dem Fall Spiralen, eine Spirale gebaut. Man könnte auch sagen, das ist das neue Lightwave-Logo. The new Lightwave-Logo, my friends. Animiert, ja. Okay, und ich zeige jetzt mal, wie ich da vorgegangen bin und was ich da gemacht habe. Und der ganze Beginn bei der Sache ist, dass ich, und dafür gehen wir mal in den Top-View, hier einen Pfad animiert habe, entlang sozusagen sich die Instanzen bewegen sollen. Das ist nämlich der ganze Sinn dieser Motion-Pfad-Geschichten. Und ich habe auch noch einen zweiten Wert animiert. Das muss ich erstmal schnell wieder in den Instance-Generator rein. Wir gehen hier im Hintergrund mal wieder auf den VPR, um das Objekt besser zu sehen. So, und was ich gemacht habe, ist letztendlich, wie gesagt, ihn zu instanzieren mit 160.000 Objekten. Das ist in dem Fall ein Gemstone, also so eine Art Low-Poly-Diamant. Man könnte auch eine Kugel nehmen. Hauptsache, man hat genug Material, um hier das auszufüllen. Und was ich dann als zweites gemacht habe, ist über die Zeit den Rotationswert relativ zum Animationspfad zu animieren. Und das sieht man hier. Und der beginnt eben bei minus 360 Grad, ist hier unten zu sehen, dass er sich schön verdreht, und steigt dann an bis 1440 Grad, also bis zu 4 Umdrehungen. Und das Ergebnis ist dann zum Schluss das hier. Das sind nämlich dann diese 1440 Grad. Und das kann man natürlich über die Zeit animieren. Und da kommen dann halt derlei Objekte raus. Ja, alles so Freeform Shapes sozusagen. Und das ist natürlich eine äußerst interessante Option, um in Sachen Motion Graphics mit diesem Instancer von Lightwave rumzuspielen. Ich finde, da kommen wirklich wunderschöne Formen raus. Da blüht einem das Herz sozusagen. Und gerade Spiralen sind ja eines der natürlichsten Dinge, die es so gibt, ne? Spiraliert ja alles in diesem Universum. Und deshalb finde ich, dass gerade das ein gutes Beispiel ist. Es ist nämlich sehr formschön. Und was man ja noch mal jetzt zeigen kann, ist, was passiert, wenn ich die Werte verändere. So, gehen wir mal hier irgendwo rein. Und ich verändere jetzt einfach mal hier diesen Random-Wert, der auf minus 360 ist, weil er nämlich mal rein spiraliert, und verändere den. Und da seht ihr schon, was er da macht. Das gleiche ist hier. Wenn ich hier jetzt mal irgendeinen Extremwert eingebe, 360 Grad, wird sich direkt das Objekt, wie gesagt, auch verändern. Das heißt, ihr habt relativ schnell visuelles Feedback, was ihr da eigentlich veranstaltet. Was ihr braucht, ist sozusagen ein Motion-Pfad, den ihr euch ausdenkt, entlang sozusagen legendär, ja? Was für ein Tool, ey. Oh, echt heilige Scheiße. Naja, wie auch immer, man soll sich ja nicht freuen. Wir sind ja hier Profis und so. Freuen ist nicht drin. Ja, legendär, toll. Also man kriegt wirklich ganz großartige Formen damit hin. Ich nehme hier nochmal irgendeinen bizarren anderen Wert. Aha, okay, na klar, dein Spiel macht er das natürlich in der Richtung auch. Und es ist durchaus jetzt mal sozusagen die Grenze erreicht der Erklärbarkeit. Das kann man nicht erklären, das muss man sozusagen verstanden haben. Ihr habt sozusagen euren Animationspfad, und an dem entlang wird sozusagen in alle Richtungen, wo ihr diesen Rotationswert animiert, sich das hier auffächern. Das seht ihr ja hier. Und er wird diese Formen bilden. Das heißt, ihr könnt in drei Achsen sozusagen dieses Spiralieren in dem Fall animieren. Das ist nur der Spiral-Wert.
Ich habe jetzt nicht mit dem Scale-Wert rumgespielt, das könnt ihr natürlich auch machen. Und was ich auch gemacht habe, ist hier der Minimum-Wert und der Random bei Scale, das ist vielleicht noch ganz interessant, ist 0 und Maximum ist 100. Wenn ich den jetzt mal extrem hier Minimum, Maximum auf 100 stelle, dann habt ihr eine saubere Kugel. Das heißt, ihr könnt tatsächlich, wenn ihr das so ein bisschen durchschaut habt, schon vorher wissen, welche Art von Formen ihr da ausbilden könnt, die denn entstehen. Ja, vorhin haben wir zum Beispiel mal, klar, eine halbe Kugel wäre dann sowas wie eine Schale. Und wenn der Rotationswert weiter animiert wird, dann schließt sich das natürlich und dann habt ihr eine Kugel. Und das ist halt, wie gesagt, also von mir jetzt wirklich nur mal so 2,5 Stunden ausgecheckt, also gestern Abend auch ein Stündchen und jetzt heute. Und wie gesagt, diese Werte hier könnt ihr ja auch animieren. Und ich will ja nicht wissen, was da rauskommt. Das ist ja mehr als witzig. Wir können ja hier mal irgendwas machen. Irgendwie mal ein bisschen rumanimieren. Zack, bumm, die Bohne. So, sehr schön. Großartig. Also da kommen ja wirklich die lustigsten Sachen bei raus, wie ihr seht. Und das alles, weil ich ein sozusagen Objekt mit einem Pfad verpasst habe und das hier in der Zeit halt aufspiralieren lasse. So, so viel dazu. Würde sagen, benutzt einfach mal die Funktion. Nehmt euch einfach irgendein Primitive Object, zum Beispiel eine Kugel. Nehmt dann die Kugel und animiert die ein bisschen rum im Kreis, wie ihr gerade lustig seid. Geht dann auf den Motion Pad hier und instanziert dieses Objekt und schon geht's los. Ne? Das nur mal so kurz gezeigt. Ein Wahnsinnstool und ich weiß schon, was ich damit machen werde. Wenn man damit nämlich zum Beispiel irgendein animiertes Objekt nimmt, wie zum Beispiel eine Biene oder eine Fliege oder ein Schmetterling oder irgendwas und die in diesen Formationen fliegen lässt und das sogar steuern kann, kann man da wirklich da witzigste Sachen machen. Naja, das war jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Aber wie gesagt, wollte ich euch nur mal zeigen. Gehen wir hier wieder runter, stellen wir wieder den Grundzustand her. Und das ist wirklich ein ganz großartiges Tool. Ich werde mich damit jetzt noch ein paar Tage beschäftigen. Da bekommt man bestimmt noch unglaublich lustige Sachen mit raus, die dann auch formschön aussehen. So, soweit von mir. Lasst euch gut gehen. Ich werde jetzt erstmal frühstücken. Tschüss.